Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal was ganz Neues. Ich begrüße euch herzlich aus Starfield. Und ich nenne das mein Starfield-Tagebuch. Ja, ich habe hier eine Quest aufgenommen, ne? Und dann habe ich mir natürlich, wo ich hier gelandet bin, erstmal so die Umgebung angeguckt. Da habe ich ja dann da militärische Außenposten. Aber was mir aufgefallen ist, hier ist eine Anomalie, da ist eine Anomalie. Und da hinten auch nochmal. Und ich würde jetzt mal sagen, ich gucke mir jetzt mal die da an. Weil, was ist das? Anomalie klingt doch schon mal geil. Ja, ich starte jetzt mit der Tagebuchreihe mit dem Außenspiel. Das heißt auch, ich werde nicht alles immer protokollieren. Aber wird trotzdem interessant. Aber nee, kann ich nicht. Gut. Wieso kann ich aber nicht so sammeln? Das ist blöd. Wenn wir ein bisschen Material sammeln hier. Ich finde hauptsächlich zurzeit nur Eisen. Ne? Das ist ja ein bisschen. Hier ist zwar noch mehr Eisen, aber okay. Dafür müsste ich irgendwann mal noch ein paar Basen bauen. Da ist irgendwie natürlich irgendwas. Aber uns interessiert er jetzt erstmal da. Bin übrigens auf Zeti, nee, Tau, Zeti 8 ist das hier, glaube ich. B. Tau Zeti 8B. Was ist denn das? Weil ein bisschen scannen. Oh, Aluminium. Kann ich so nicht abbauen? Nun verkommen. Oh. Nun habe ich keine Lust. Hey. Was willst du hier? Musst du dich mit mir anlegen? Wo ist denn hier der Ring? Da oben. Hmm.
Muss ja irgendwie was sein. Wie komme ich da jetzt hoch? Gravitationsanomalie. Da ist nur eine Anomalie. Aber hier muss doch irgendwo was sein. Komme ich da auf den Scheiß hoch? Nee, da komme ich nicht hoch. Auf jeden Fall nicht so, wie mein Jetpack jetzt gerade ist. Also untersuchen wir mal die nächste Anomalie. Das muss ich jetzt alles in einem Video zurechtschnibbeln. Ich mache das nur ungern, aber wenn die mich angreifen, muss das leider sein. Okay, auf zur nächsten Anomalie. Geht mir nicht um die Seite. Oh nö, ne? Piraten. Eine Gravitationsanomalie. Ist genauso aufgebaut. Kommst bestimmt wieder nicht hoch.
Da kommst du nicht hoch. Naja, werde ich glaube ich mal zu meinem Missionsziel hüpfen. Sondern hier ist noch irgendwo was. Ja gut, dann treibe ich jetzt noch die Schulden ein. Was ich mit den Anomalien derzeit machen kann, mit dem schwachen Jetpack, was ich derzeit habe, nicht viel. Also muss ich mir was einfallen lassen. Gut, springen wir dann mal ganz kurz dahin, ne? Bis gleich. So, Leute. Wir sind da. Hier steht auch ein sehr schönes Fahrzeug rum, nur leider kann man das mal wieder nicht benutzen. Ne? Oder geht vielleicht doch? Nee, kann man leider nicht benutzen, schade. Okay. Dann wollen wir mal mit ihm reden, ne? Mal gucken, was er mir zu sagen hat. Hast dir echt Mühe gegeben, mich zu finden. Du kannst mich nicht einschüchtern, klar? Eigentlich vertreibe ich Versicherungen. Und ich habe ein super Angebot für eine Lebensversicherung. Ich bin im Auftrag der Galbank hier. Es ist an der Zeit, dass du deine Schulden zurückzahlst. Wollen wir ehrlich sein oder wie? Ja. Verdammte Galbank. Geben die denn niemals auf? Ich gebe dir eine letzte Chance. Verschwinde. Und lass andere Jungs die Galbank-Drecksarbeit machen. Denn sonst geht die Sache hier nicht gut für dich aus. Die Geldbank wird niemals aufgeben. Es wäre besser, wenn du einfach bezahlst. Für ausreichend Credits könnte ich sonst berichten, dass ich dich tot aufgefunden habe. Sieht ganz so aus, als ob wir das Ganze auf die harte Tour machen müssten. Nee, ich versuche ihn mal zu überzeugen. Warum zum Teufel sollte ich? Meine personenweisen Entscheidungen treffen. Musst du Schmeicheleien, Ablenkung oder sogar Bedrohung wählen. Hier war mein. Ja, okay. Wir wollen beide nicht das Schlimmste riskieren. Das wird jetzt richtig hässlich für dich. Hier muss niemand verletzt werden. Es ist eines meiner Lieblingshobbys, Leute wie dich zusammenzuschlagen. Gute Frage. Du machst mir keine Angst. Dir läuft die Zeit davon, mal aus der Sache rauszukommen. Bereit, wenn du es bist. Für sowas habe ich keine Zeit. Hier muss niemand verletzt Bin werden. ganz Ohr. Vorerst. Okay. Es hat Jahre gedauert, das zusammenzukratzen. Ich will endlich in Ruhe schlafen können. Hier, meine Schulden. Und jetzt verschwinde von hier. Keiner muss sterben. Wie schade, wie schade.
Toll, ich wollte so schön meucheln und morden. Och Mann. Da habe ich noch ein Lebenszeichen und da habe ich noch eine Anomalie. Ja, die wird genauso laufen wie da. Dann werde ich mal, glaube ich, noch das Lebenszeichen. Aber naja. Glaube, das könnte ich in einem anderen Video machen. Oder wir sehen uns gleich beim Lebenszeichen. Mal gucken, was es ist. Bis gleich. So Leute, ich habe die Stelle erreicht. Und mal gucken. Dann bin ich auch gleich fertig hier. Und das hier noch. Mehr gefunden hier? Was bist du denn? Komm mir nicht zu nah. Das knallt. Du hast mich so grimmig angeguckt. Tut mir leid. Das lass ich mit mir nicht machen. Keine Zeugen. Nur mal ganz lieb. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns dann. Und zum nächsten Tagebucheintrag. Bis dann. Tschüss. Schönen Abend noch. So Leute, ich habe die Stelle erreicht. Und mal gucken. Dann bin ich auch gleich fertig hier. Und das hier noch. Mehr gefunden hier? Was bist du denn? Komm mir nicht zu nah. Das knallt. Du hast mich so grimmig angeguckt. Tut mir leid. Das lass ich mit mir nicht machen. Keine Zeugen. Nur mal ganz lieb. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns dann. Und zum nächsten Tagebucheintrag. Bis dann. Tschüss. Schönen Abend noch.